finde, wir sollten Whitney bitten, uns nicht mehr zu quälen. Hast du im Labor vergessen, deine Schutzmaske aufzusetzen? Von allen Schreckschrauben dieser Schule ist Whitney die allerschlimmste. So schrecklich finde ich sie gar nicht, manchmal. Die hast du fertig gemacht. Wir lassen uns sowas nicht mehr gefallen. Und wie genau wollen wir das anstellen? Wir werden beliebt werden. Und nicht lahmes Top 40 beliebt, nein. Hammermäßig beliebt. Wir alle. All die Menschen, die sie so zweitklassig behandeln und dann ungeniert ihre Analysis-Hausaufgaben abschreiben. Oh. Das war ein Glückstreffer und zwar ein ziemlich ekliger. Okay, wir mögen zahlenmäßig wenige sein, aber wir sind alle aus einem Grund hier, nicht wahr? Richtig. Wieso sind wir hier? Ich schlag vor, wir brennen den Scheißkasten ab und das war's dann. Das ist keine Revolution, sondern eine Girly-Band. Wir brauchen jemanden, der das System kennt. Ihr denkt, alle Außenseiter wären gleich. In Wahrheit sind wir wie Schneeflocken. Schneeflocken, die einander hassen. Die unter einer Flagge zu vereinen, ist wahrlich nicht leicht. Diese drei Akten stehen für die Hauptperson der schulischen Unterschicht. Überzeugt sie und ihr habt eine Chance. Wieso haben wir hier zwei Science-Fiction-Nerds? Er ist Science-Fiction. Ich bin Fantasy. Das ist was völlig anderes. Was völlig anderes. Aber keiner von euch hat Sex, richtig? Ich lasse nicht zu, dass Big Bang Theory und ihr fusseliges Schoßhündchen durch die Gänge unserer Schule streuen und sich einbilden, sie wären mir ebenbürtig. Weil ich so sportlich bin. Ist das gut? Mann, reiche weiße Leute sind echt verkorkst. Mach Platz, Loser. Komm schon! Gott verdammt! Was zur Hölle ist dein Problem? Das ist das Süßeste, was mir je einer gesagt hat. Gunfight!